Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Michael Will spielen. Ich bin Michael Will und dieses Kleinod hier, das ist Kartei. Kartei ist ein thematisches Plättchenlegespiel aus der Feder von Rainer Knizia. Das ist ein reines Zwei-Personen-Spiel, wird ab 7 Jahren empfohlen. Die Spieldauer wird mit ungefähr 10 Minuten angegeben und erschienen ist das Spiel bei Board Game Circus. Dieses Spiel steht tatsächlich nur hier auf dem Tisch, weil ich mal wieder im Spieledealer unseres Vertrauens war und mit einem ganzen Arm voller Spiele an der Kasse aufgeschlagen bin. Und dann haben die natürlich clevererweise neben der Kasse so eine Aktionsfläche. Und da stehen immer besondere Spiele, die jetzt eben gerade neu sind oder die eben besonders toll sind. Und da stand dieses Spiel. Ich fand die Verpackung von Anfang an extrem unsexy und habe mir gedacht, okay, was soll denn das sein? Kleine Schachtel. Und dann habe ich die 2 magischen Worte entdeckt, die auf der Schachtel standen, die mich dann doch dazu bewogen haben, das Spiel mitzunehmen. Und die heißen Rainer Knizia. Es gibt ja tatsächlich ein paar Autoren, von denen ich fast jedes Spiel einfach unbesehen kaufen würde. Also der Uwe Rosenberg ist einer davon und zu denen gehört natürlich auch der Rainer Knizia. Also, gesagt, getan, ich habe dieses kleine Spiel mitgenommen, wir haben es Probe gespielt und ob in dieser winzigen Schachtel ein gutes Spiel steckt, das sage ich euch im Resümee. Wie Kartei gespielt wird, das sage ich euch jetzt in der Regelerklärung und zu der wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Hey! Ursprünglich wollte ich euch die Regeln von Kartei ja eigentlich in einem Short vorstellen, also in einem Michael Will spielen Quickie. Ich habe es tatsächlich auch öfter ausprobiert, aber ich habe es nicht geschafft, obwohl das ja wirklich nur ein sehr kleines Spiel ist, die Regeln in unter einer Minute unterzubringen. Also ich meine, ihr kennt mich ja jetzt schon eine ganze Weile und ihr wisst ja, dass kurze Regelerklärungen jetzt nicht so wirklich meine Baustelle sind. Also ich werde es wahrscheinlich auch schaffen, aus einem Spiel, was gerade mal aus 9 Plättchen besteht, wieder eine Viertelstunde Regelerklärung zu machen. Aber schauen wir mal. Hier ist auf jeden Fall jetzt die Regelerklärung von Kartei in einer ausführlicheren Variante. Und die beginnt natürlich wie immer mit dem Spielaufbau. Ihr holt als allererstes natürlich mal diese 9 Plättchen aus der Verpackung und packt die mal auf den Tisch. Und dann müsst ihr schon eine erste Entscheidung treffen, denn dann müsst ihr euch entscheiden, wer welches Hoheitsgebiet spielen möchte. Kartei ist ja ein Zwei-Personen-Spiel, das heißt, einer entscheidet sich für das Landgebiet, das sind quasi die hellen Bereiche auf dem Plättchen, und einer spielt das Seegebiet, das sind dann natürlich die Wasserbereiche, das ist ja selbsterklärend. Das ist die erste Entscheidung, die ihr im Spiel schon mal treffen müsst. Dann macht ihr als nächstes Folgendes, dann sucht ihr euch aus den 9 Plättchen, die es insgesamt gibt, dieses Plättchen hier, das ist das Plättchen mit der Windrose heraus, zeige ich euch auch mal von Namen. Das Plättchen sieht so aus, das ist genauso ein 50-50 Plättchen mit Seegebiet und Landgebiet. Und dieses Plättchen, wie gesagt, nehmt ihr aus dem Stapel heraus und legt das einfach in die Mitte des Tisches. Das ist nämlich das Plättchen, mit dem wir beginnen, unser Landstück oder unser Kartenstück aufzubauen. Die übrigen 8 Kartenteile, die werden gemischt, das kann ich direkt nochmal machen. Und die gemischten Kartenteile, die legt ihr dann auch einfach irgendwo in der Mitte des Tisches parat, dass da jeder von beiden Spielern dann auch richtig gut hinkommt. Dann wird ein Startspieler bestimmt, das könnt ihr tatsächlich auslosen oder zufällig machen oder bestimmen oder wie auch immer ihr das tun wollt. Gehen wir mal davon aus, ich wäre der Startspieler, dann hätten wir schon die nächste Entscheidung getroffen und das letzte, was ihr jetzt machen müsst, bevor es eigentlich losgeht, ist, dass ihr jetzt das oberste Kartenteil aufdeckt und offen neben den Nachziehstapel legt. Und damit ist die Vorbereitung erledigt und wir können mit dem Spielablauf beginnen. Der Spielablauf funktioniert folgendermaßen. Wir beide Spieler sind abwechselnd nacheinander am Zug und das machen wir so lange, bis wir tatsächlich aus allen 9 Kartenteilen ein vollständiges 3x3er Raster ausgelegt haben. Und der Spieler, der tatsächlich an der Reihe ist, der hat die Auswahl aus 2 verschiedenen Aktionen. Er kann entweder drehen oder anlegen. Das sind die beiden Aktionen, die mir zur Verfügung stehen, aus denen ich mir eben eine aussuchen darf. Und die werde ich euch jetzt nacheinander erklären.
Die Option Drehen ist relativ selbsterklärend. Wenn ich mich für Drehen entscheide, dann darf ich eines der ausliegenden Landkartenteile um 90 Grad im Uhrzeigersinn drehen. Wichtig dabei, nur um 90 Grad und nur im Uhrzeigersinn. Also ich darf kein Plättchen jemals nach links drehen, sondern das Einzige, was ich machen darf, ist, dass ich ein Plättchen nach rechts drehen darf und auch nur um 90 Grad nicht weiter. Das ist die Aktion Drehen. Es gibt aber natürlich auch dafür noch eine Sonderregel, denn es darf insgesamt nur zweimal nacheinander gedreht werden. Also, wenn ich jetzt ein Teil drehe und mein Mitspieler nach mir nochmal ein Teil dreht, dann wurde eben zweimal nacheinander gedreht und das bedeutet, wenn dann die Runde wieder zu mir kommt, dann muss meine nächste Aktion eine Anlegenaktion sein. Also nicht vergessen, es darf niemals mehr als zweimal nacheinander ein Teil tatsächlich gedreht werden. Die zweite Aktionsmöglichkeit, die wir haben, ist das Anlegen. Und Anlegen funktioniert folgendermaßen. Wenn ich jetzt anlegen möchte, dann nehme ich mir als erstes das offenliegende Kartenteil, decke in einem zweiten Step gleich das nächste Kartenteil auf, damit ich auch weiß, welches Kartenteil als nächstes ausliegt. Denn diese Information kann ich tatsächlich als Teil meiner Strategie mit einbauen. Und dann lege ich dieses Kartenteil an die bereits ausliegenden Kartenteile an. Für das Anlegen gibt es natürlich ein paar Regeln. Die wichtigste ist, dass Landflächen und Wasserflächen nicht zueinander passen müssen. Also ich kann tatsächlich auch hier eine Wasserfläche an eine liegende Landfläche anlegen. Das ist überhaupt kein Problem. Also letztendlich könnt ihr diese Plättchen so anlegen, wie ihr möchtet. Ihr müsst keine Rücksicht darauf nehmen, ob Land oder Wasser zueinander passen. Die nächste wichtige Regel ist natürlich, dass ihr dieses 3x3er-Raster beachten müsst. Also wenn jetzt zum Beispiel dieses Plättchen hier anliegen würde, dann würde ja ein nächstes Plättchen aufgedeckt werden. Und wenn jetzt der nächste Spieler dieses Plättchen anlegt, darf er das natürlich nicht hier oder hier anlegen, weil wir sonst dieses 3x3er-Raster sprengen würden. Sondern er muss jetzt halt schauen, dass er das irgendwie so anlegt, dass man immer noch letztendlich ein 3x3er-Raster mit diesen Plättchen bauen kann. Die nächste wichtige Regel ist, dass dieses Plättchen mit der Windrose nicht im Zentrum eures Rasters bleiben muss. Also ihr könnt tatsächlich auch ein Raster auslegen, bei dem das Windrosenplättchen dann irgendwann am Rand liegt oder in irgendeiner Ecke liegt. Es ist völlig egal, dieses Windrosenplättchen muss nicht in der Mitte eures 3x3er Rasters liegen. Die letzte Regel, die das Anlegen betrifft, ist natürlich, aber das ist auch fast selbsterklärend, dass ihr natürlich neue Plättchen immer mindestens mit einer Kante an ein anderes Plättchen anlegen müsst. Also diagonal Plättchen anzulegen ist natürlich im Spiel nicht erlaubt. Das neue Plättchen muss immer mindestens eine Kante mit einem bereits ausliegenden Plättchen gemeinsam haben. So, damit habe ich euch auch alle Regeln des Anlegens erklärt. Jetzt ist natürlich klar, wenn ich dann meinen Spielzug gemacht habe, also entweder gedreht oder angelegt habe, dann ist mein Mitspieler an der Reihe und es ist auch klar, wie lange gespielt wird. Es wird so lange gespielt, bis wir eben aus diesen neun Plättchen ein 3x3er Raster aufgebaut haben. Ich mache das jetzt mal hier auf die Schnelle, einfach mal zufällig so ein Raster auszulegen. Und sobald dieses 3x3er Raster fertig vor uns liegt, findet eine Schlusswertung statt. Und wie die Schlusswertung funktioniert, das erkläre ich euch jetzt nochmal ausführlicher. Die Schlusswertung funktioniert folgendermaßen. Jetzt schaut sich jeder Spieler an, wie viele Plättchen sein größtes zusammenhängendes Gebiet seines Hoheitsgebiets umfasst. Klingt jetzt relativ kompliziert, aber ich zeige euch jetzt mal, was damit gemeint ist. Also, angenommen, ich wäre jetzt der Spieler, der sich für das Land entschieden hätte, dann suche ich mir jetzt das größte zusammenhängende Landfeld. Also, hier hätten wir zum Beispiel ein Landfeld aus 2 Plättchen. Hier haben wir aber ein Landfeld aus 3 Plättchen. Hier hängt das Land zusammen, 1, 2, 3 Plättchen. Und so wie ich das sehe, ist das auch tatsächlich die größte zusammenhängende Landfläche. Das heißt, der Spieler, der sich fürs Land entschieden hat, hätte jetzt in dieser Auslage 3 Plättchen.
Der andere Spieler hätte natürlich die Seefelder gespielt und der hätte ein bisschen besser gespielt. Hier gibt es zum Beispiel ein Gebiet aus 3 Plättchen. Hier unten ist nur 1, hier oben ist nur 1. Aber hier hat er natürlich was ziemlich Cooles gebaut, denn hier haben wir Seefeld, hier haben wir 1, hier haben wir 1, hier haben wir 1, hier haben wir 1. Und all diese Seegebiete hängen zusammen. Das bedeutet, der Spieler, der jetzt das Seehoheitsgebiet gespielt hätte, hätte jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Plättchen, die sein größtes Hoheitsgebiet umfassen. Und damit hätte jetzt in dieser Auslage der Spieler, der als Hoheitsgebiet die See ausgesucht hätte, die aktuelle Partie Karthae für sich entschieden. Ich bin ja immer ganz besonders begeistert davon, wenn man es schafft, aus wenig Spielmaterial viel Spiel rauszuholen. Und das ist die Königsdisziplin des Spieledesigns aus meiner Perspektive. Und das ist was Karthae wirklich toll hinkriegt. Aber ich überhole mich schon mal wieder. Es beginnt natürlich wie immer mit der Ausstattung des Spiels. Und die Ausstattung des Spiels ist tatsächlich lustig, denn es ist diese Schachtel, es ist ein Zettel mit der Spieleanleitung und es sind 9 Plättchen. Fertig. Das ist die ganze Ausstattung des Spiels. Also, ich würde sagen, wenn man das euphorisch formuliert, zweckdienlich. Ja, also es ist wirklich das absolute Minimum in der Schachtel, was man denn noch ein Spiel nennen kann. Aber der Rainer Knizia hat es tatsächlich geschafft, da ein cooles Spiel draus zu bauen. Selbst die Regeln, ihr habt sie ja gerade gehört, sind absolut einfach. Wenn ihr dran seid, dreht ihr entweder ein Plättchen oder ihr legt ein neues hin. Irgendwann habt ihr ein 3x3er-Raster, dann seid ihr fertig und dann kommt die Schlusswertung. Und ich habe da, selbst als ich das erste Mal die Regeln gelesen habe, habe ich mir gedacht, das soll jetzt echt ein cooles Spiel sein, kann ich mir nicht vorstellen. Und dann habe ich meine Frau geholt und habe gesagt, hey, lass uns mal hinsetzen, lass uns das mal ausprobieren. Und wir haben, glaube ich, nach der 8. oder 9. Partie aufgehört, weil es wirklich spannend ist. Diese 9 Plättchen machen ein absolut steinstarkes Spiel. Dieses Spiel entfaltet tatsächlich absolutes Suchtpotenzial, wenn ihr das auf den Tisch bringt. Da wollt ihr noch eine Partie spielen und noch eine Partie spielen. Erfreulich ist natürlich auch, dass jede Partie nicht so lange dauert. Also da könnt ihr auch gerne noch eine Partie spielen, weil, wie gesagt, die 10 Minuten, die auf der Schachtel stehen, die sind auch absolut in Ordnung. Und deswegen bekommt Karthae von uns auch eine absolute Empfehlung. Und in diesem Sinne, vielen herzlichen Dank, dass ihr auch dieses Mal wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr unseren Kanal gerade eben erst neu entdeckt habt, herzlich willkommen. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und vielleicht sogar die Glocke zu klicken, damit ihr aktiv informiert werdet, wenn es von uns wieder etwas Neues gibt. Und bis zum nächsten Mal wünschen wir euch wie immer ein schönes Spiel.